Hey Leute und willkommen zu der nächsten FIFA 19 Trainerkarriere-Folge mit dem FC Sevilla. Ja, ich habe Bert Herre immer noch am Start, denn ich nehme das natürlich am selben Tag auf, wo ich auch die Torwartkarriere aufgenommen habe. Letzte Folge der Torwartkarriere, die müsste vorgestern online gekommen sein. Einfach mal rechts oben am i verlinkt. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. War ein bisschen crazy, aber das ist eigentlich ganz geil. Wir haben in der letzten Folge der Trainerkarriere die beiden Spiele gegen Barcelona gehabt im Supercopa. Überraschend und mit viel Kampf haben wir gewonnen. War mega spannend, wer es nicht gesehen hat, auch die Folge rechts oben am i verlinkt, unbedingt angucken. Mal gucken, wir spielen immer noch auf Weltklasse. Ich habe letztes Jahr auf Legende gespielt und habe mit Hansa Rostock irgendwie ja alles rasiert. Dieses Jahr irgendwie bin ich noch nicht so richtig drin in FIFA 19, keine Ahnung. Ich spiele leider auch nicht so oft, mit der Schule habe ich jetzt immer viel zu tun und so. Aber das soll egal sein. Ja, La Liga, zum ersten Mal hier das Overlay in FIFA 19. Es ist ja alles komplett lizenziert. Die ganzen Stadien, die ganzen Overlays und was auch immer. Also ist alles mit dabei. Ja, ich bin echt gespannt. Das wird eine coole Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht mal, was das für ein Gegner ist. Gegen wen spielen wir hier? Rayo Vallecano. Ja, genau. Hui. Oh, erste Chance. Leider kein grünes Time-Finishing hinbekommen. Das ist so das, was ich momentan übe. Ich spiele ja auch so gut wie kein Ultimate-Team. Habe letztens, wo ich aber mal wieder gespielt habe, beziehungsweise Packs geöffnet habe, eine Legende gezogen. Unglaublich heftig. Jawohl. Jetzt haben wir das grüne Time-Finishing gehabt. 24. oder 25. weiß ich nicht, aber auf jeden Fall führen wir mit 1:0. Leider auswärts keine Torhymne. Ich weiß auch nicht übrigens, die Torhymnen werde ich natürlich immer einblenden, sofern ich welche finde. Ich kenne mich wie gesagt mit der La Liga jetzt nicht so krass aus. Wenn es da jetzt keine Torhymnen gibt, dann lasse ich sie weg. Wenn es da natürlich für jeden Verein ganz normal wie in der Bundesliga Torhymnen gibt, dann packe ich sie natürlich mit rein. Oh! Starke Leistung hier von Banega. Mega krass, er hat sich da den Ball erobert und dann mit dem Lupfer-Versuch so ein grünes Time-Finishing mal wieder hinbekommen. Aber krass, wie er sich da durchgesetzt hat, sich den Ball erkämpft hat. Mega heftig, das bin ich auch am Ausprobieren. Es tut mir leid, wenn da manchmal solche Tore dann entstehen, die halt nicht realistisch sind. Ich finde FIFA allgemein nicht realistisch, was die Tore und so angeht. Da finde ich das PES-Let's Play dann besser, das momentan leider auf Eis gelegt ist. Ich weiß nicht warum. Weil ich echt einfach nicht mehr dazu komme, es aufzunehmen. Oh, Junge! Warum pfeift er das nicht? Er hat mich sowas von aufgehalten. Das kannst doch keinem erzählen. Ey, Junge, was ist da los? Alter, ich fliege die ganze Zeit durch den 16er von denen und die blockieren mich ultra und der Schiri sagt einfach nichts. Oh, Jung, was machst du? Halbzeit. Den hätte er, wenn er ihn besser genommen hätte, dann reindrücken können. Klar, er war richtig schwer zu nehmen. Aber keine schlechte Chance. Ja, hier Halbzeit 1:0. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffentlich gut für uns. Yo, Alter, was ist denn mit dem Schiri? Ist der abwesend oder was? Jawohl! 2:0! 55. Spielminute! Yes! Ben Yedder mit dem Kopfballtor! Zum 2:0. Kann man machen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hier mal zurückgezogen. Flanke in die Mitte und er streckt er sich, gewinnt das Kopfballduell, kriegt den Ball im Tor unter 2:0. Oh, was? Was für ein krasser Schuss, Alter, wer war das? Nein, das 1:2, den Anschlusstreffer. Und ja, wir wechseln jetzt auch mal. Oh, was ein Bullshit. Ja, ich kann nicht mehr wechseln, ich habe zu lange gewartet. Läuft. Danke dafür, Spiel auf jeden Fall. Ja, das haben sie gut gemacht. Er gewinnt da auch das Kopfballduell gegen uns. Voll in die Ecke, da kann der Torwart nichts mehr machen. 1:2. Oh,
Weg mit dem Ball, Alter. 10 Minuten vor Schluss. Und derselbe Typ, der das 1-0 gemacht hat, haut hier so einen Kopfball raus. Starke Parade vom Torhüter. Das hätte das 2-2 werden können. Hier wird es aber auch nochmal gefährlich. So, jetzt wechseln wir mal Muriel ein. Und gucken mal, vielleicht macht der noch, ja, den Sack zu. Gelbe Karte, jetzt wird es nochmal kritisch. Zwei Spieler von uns sind geflogen. Für das erste Foul gibt es eine gelbe Karte. Und zwar für genau das hier. Der den einfach zu Boden gehauen. Boah, machst du nix, ne? Nein, der Pisser haut mich um, Alter. Rote Karte, Mann, das war Notbremse. Ey, der hat doch schon gelb, oder nicht? War das denn nicht der Pisser, der gerade gelb bekommen hat? Gib ihm die rote, Alter. Am ersten Spieltag, da regt er mich schon wieder komplett auf. Er kriegt nur gelb und er hat keine gelbe gehabt. Alter, sowas kotzt mich so an, ne? So ein Scheiß, Alter. Es klappt immer wieder. Vor allem gegen die Bots. Weil die halt da nicht dazwischen rennen mit diesem Freistoß. Ja, auch wenn das vielleicht lame ist für manche. Oh, ich bin jetzt erstens angepisst gewesen. Das ist mir jetzt auch schon wieder egal, weil wir hätten ja wahrscheinlich eh gewonnen. Ich weiß es nicht. Es ist die letzte Minute hier. Gut, so gut wie die letzte Minute. Aber es ist halt richtig assi so. Zwei Pässe richtig gut gespielt. Und der gerade eingewechselt wurde, ein Youngster hier, der noch nicht so gut ist, der will da durchrennen quasi. Und der andere holzt ihn einfach von hinten um. Das ist richtig assi einfach. Und da bin ich halt pisst. Und diesen Freistoß, den muss ich einfach jedes Mal machen. Weil ich auch ein bisschen üben will für Ultimate Team. Dass ich da ein bisschen Routine reinkriege. Und ich finde ihn auch einfach cool. Also es ist ja ein cooler Freistoß, muss man ja sagen. Auch wenn er halt ein bisschen lame ist, weil er immer reingeht, so gefühlt. Naja, solides 3-1. Scheiß drauf, wie die Tore jetzt waren. Die ersten zwei waren ja recht schön. Und ich weiß nicht, gegen wen wir da gespielt haben. Gegen krasse Mannschaft, glaube ich jetzt mal nicht. Ich werde mich noch ein bisschen schlau machen, so mit der La Liga. Wer wo steht, wer gut ist, wer nicht so ganz gut ist, so Mittelding oder wer halt komplett schlecht ist. Ich gucke mir das alles mal ein bisschen an. Jetzt starten wir auf jeden Fall rein ins zweite Spiel. Wir machen noch schnell ein Training. Ja, wie gesagt, solides 3-1. Also die haben auch ein schönes Tor gemacht, hatten auch eine gute Chance nochmal. Aber wir hatten natürlich auch einen Lattenschuss hier durch Mesa, der ja auch beim Training gerade dabei war, aber leider nicht gut war. Lattenschuss da, einen richtig krassen Schuss rausgehauen. Ja, wir hatten diese letzte Möglichkeit jetzt, die wir halt dann durch diesen Freistoß zum Glück gemacht haben. Das wäre auch eine hundertprozentige gewesen. Ja, einige der Spieler sind auch richtig gut bewertet hier. Alle, die haben fast alle einen Balken nach oben. Villarreal, die sind nicht schlecht. Ist, denke ich, so ein Mittelding. So zwischen, also sie sind ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber jetzt nicht zu krass, glaube ich. Ja, wie gesagt, einfach den zweiten Sieg einfahren, auch wenn es diesmal vielleicht ein bisschen knapper ist. 6 Punkte wären jetzt schon ganz geil, so in der ersten Folge. Hätte ich nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 6 Punkte, 2 Spiele, 2 Siege. Kann man machen, wir spielen daheim. Im Stadion hier, Stadion von FC Sevilla. Da haben wir, glaube ich, noch nie gespielt. Also wir hatten im Vorbereitungsturnier, doch, wir haben gegen Barcelona, haben wir schon mal daheim gespielt, ja. Gegen Barcelona im Supercup haben wir einmal bei denen gespielt und einmal daheim. Naja, egal, cooles Stadion auf jeden Fall. Ich will die Träume hören, wir müssen hier gewinnen. Oh, bisschen abgefälscht, bisschen gefährlich, Leute. Gibt eine Ecke, mal gucken, ob wir die halbwegs gut machen können. Ne, können wir nicht. Ecken sind aber echt scheiße schwierig. Aber den ballert er rein. Alter, 11. Minute. Was ein Schuss von Vasquez. Kann man mal machen. Bin stolz auf ihn, das war schon ziemlich geil. 1-0 nach 11 Minuten, so kann es weitergehen.
Oh! Heilige Kacke, du! Oh, was? Der hat ihn noch gekratzt! Alter, wir hauen ja richtige Schüsse hier raus aus der zweiten Reihe. Sarabia hat hier auch nochmal einen richtig guten Schuss abgegeben. Der Torwart kratzt ihn einfach am Tor vorbei. Hammerstarke Parade. Mega gut. Und wir kriegen eine neue, erneute Ecke. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Vasquez zum zweiten. 12 Minuten später. Abgefälscht war er. Abgefälscht. Und er sitzt. Ja, denn direkt da. Er hat ihn nicht angeschossen, hä? Ich dachte, er hat ihn angeschossen. Ich dachte, direkt da hat er ihn angeschossen. Ja, doch, zählt als Eigentor, hä? Es zählt als Eigentor. Sieht so aus, als hätte er ihn angeschossen. In der Lupe hat er ihn aber nicht angeschossen. In der Zeitlupe, ranzoomen und so. Ja, keine Ahnung. Kann man machen. 2-0 ist auf jeden Fall richtig nice. Scheißegal, wie das Tor passiert ist. Das ist mir ja immer komplett egal. Also schöne Tore sind natürlich toll, aber Tor ist Tor, drin ist drin. Und jetzt ist er wieder drin. Vasquez zum dritten Dreierpack in der ersten Halbzeit. Nochmal 6-7 Minuten später. Vasquez, was ist denn mit ihm? Nice. Auch der war wieder abgefälscht. Diesmal wirklich eindeutig. Da springt der rein, der Verteidiger. In der Lupe wieder nicht dran. Doch, in der Lupe diesmal dran. Springt er rein. 3-0. Diesmal zählt es als Tor für Vasquez. Es ist kein Dreierpack, stimmt. Er hat keinen Dreierpack so gesehen, weil es eine als Eigentor gewertet wurde. Warum auch immer. Okay, dann muss er noch einen schießen, um den Dreierpack voll zu machen. Und der richtige Fehlpass, so ein Patzer. Oh mein Gott. What the fuck? Als ob die Bots solche Jubel machen. Alter, was war das für ein Fehlpass? Das darfst du natürlich so nicht machen. Das war sogar nicht mal ein Pass. Den hat er mit der Brust nehmen wollen irgendwie. Und der Torwart natürlich weit draußen, ist da rausgerannt. Ja, 1-3, Anschlusstreffer. Mal gucken, was hier vor der Halbzeit noch passiert. Bisher ist das Spiel ja crazy. So, wir probieren es einfach wieder. Ah, diesmal natürlich nicht ganz so einfach. Wir müssen wieder zurückspielen. Probieren den weiten Schuss. Ich wollte mich schon freuen. Ich dachte, dass das 4-1. Bisher haben wir ja krasse Schüsse aus der zweiten Reihe rausgehauen. Auch der war natürlich krass. Aber diesmal leider nur an den Pfosten. Dafür macht Banega ihn jetzt. Vorhin wollte der andere nicht machen. Keine Ahnung, es war irgendein Verteidiger, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder ein ZM-Spieler. Banega. ZOM. Der macht ihn. 4-1. Nochmal vor der Halbzeit. 43. Minute. Was ist hier denn los? So, die Nachspielzeit ist jetzt auch schon so gut wie rum. Es gibt noch 30 Sekunden. Vielleicht können wir nochmal einen krassen Angriff zaubern. Das geht in FIFA ja immer recht schnell. Und das wird in FIFA dann leider kein Tor in dem Fall. So, Halbzeit. Was ist hier denn los, Leute? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. 4-1 in der ersten Halbzeit. Und ich habe am Anfang noch gesagt, Villarreal, die sind, denke ich, ein bisschen besser als die, gegen wie wir gerade gespielt haben. Ich weiß nicht mal mehr den Namen von denen. Ja, ich denke, dass die ein bisschen besser sind hier, Villarreal. Ja, I don't know. 4-1, crazy Spiel auf jeden Fall. Und da ist das nächste Tor. 5-1. Mal wieder eins von der schönen Sorte. Von der extravaganten Extraklasse. Hier per Volley. Hochgechippt. Ein schöner Chip auch. Er kam perfekt. Und Sarabia nimmt ihn Volley. Haut ihn rein.
Sehr geil. 5-1. Was ist hier los? Villarreal will sich natürlich hier auch nicht die Blöße geben. Die, merke ich, geben gerade richtig Gas. Die powern auch nach vorne. Also gerade läuft es bei uns nicht so krass. Immer wieder so Ballverluste wie hier eben. Aber das liegt daran, dass Villarreal, wie gesagt, richtig presst, richtig nach vorne geht. Was aber wiederum bedeuten könnte, dass sie mal in Gefahr eines Konters laufen. Nein, schießt doch einer! Oh, war wieder ein Schuss aus der zweiten Reihe. Dadurch haben wir die meisten Tore gemacht, also so sehe ich das jetzt in diesem Spiel. Nur durch diese Schüsse aus der zweiten Reihe, sonst hätten wir das nicht alles geschafft. 5-1. Aber jetzt kommt Muriel nochmal mit dem Schuss. Naja, das soll es gewesen sein. Meine Kamera geht gleich aus. Die blinkt schon, ein roter Akkustand und aber wir sind fast am Ende, die sollte noch durchhalten. Jetzt nochmal die letzte Chance für Villarreal. Danach ist das Spiel vorbei und ich habe ja gesagt, dass ich am ehesten davon ausgehe, dass es so bleibt. 5-1 gegen Villarreal ist trotzdem eine Ansage. Definitiv, das ist eine Ansage. Wir wollen hoch hinaus in dieser Saison. Super Spiel hier. 5 Tore, leider kein Dreipack für Vasquez. Der hätte sich es eigentlich verdient. Ja, durch dieses eine Eigentor, was jetzt nicht unbedingt das krasseste Eigentor war. Ich weiß nicht, also war abgefälscht, aber irgendwie sah es nicht mal abgefälscht aus. Und ach, keine Ahnung. Das nächste Spiel haben wir hier gegen Betis Sevilla, also hier Stadt Derby, die sind auf Platz 4. Ja, ich bin gespannt, schaltet bei der nächsten Folge auf jeden Fall ein, die Torwartkette angucken. So, das soll es vom Part gewesen sein, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat, beim nächsten Part unbedingt wieder mit einschalten. Der wird bestimmt genauso cooler, noch cooler. Ja, ich bin gespannt, haut rein, bis dann, ciao, ciao.